Hallo, ich bin der Andy vom Team MyProtein. Ich grüße euch. Und zwar wollen wir heute über das Thema Weight Gainer reden. Auch gerade im Vergleich, wie sich die Weight Gainer im Vergleich zu den Proteinshakes anstellen, beziehungsweise was gibt es da für Unterschiede und was ist überhaupt ein Weight Gainer? Wenn wir uns über das Thema Fitness unterhalten, dann stellen wir fest, dass man auf der einen Seite den Reiz im Fitnessstudio setzen muss, damit der Muskel wächst, aber es geht auch immer um die Ernährung. Ja, es geht um die Ernährung, denn wir wollen ja, um Muskeln aufzubauen, in einem Kalorienüberschuss sein. Teilweise tun sich Leute ein bisschen schwierig damit, sich in einem Überschuss zu befinden, teilweise aus zeitlichen Gründen oder wenn man nicht so viel Appetit hat. Und dann geht es darum, wann macht es Sinn, so einen Weight Gainer zu benutzen. Was ist überhaupt ein Weight Gainer? Also schauen wir uns das Produkt an. Ein Weight Gainer besteht nicht nur aus Protein, was jetzt im Vergleich zum Proteinshake der Hauptunterschied ist, sondern vor allem aus Kohlenhydraten. Aus verschiedenen Kohlenhydraten. Das ist eine Mischung zwischen schnell verfügbaren Kohlenhydraten, also einfachen Kohlenhydraten wie etwa Zucker, aber auf der anderen Seite auch Kohlenhydrate, die man langsam verdaut und langanhaltend dem Körper Energie liefern. Das ist prinzipiell der größte Unterschied, wenn man sich die Kohlenhydratzusammensetzung anschaut. Dann haben wir auch noch teilweise Fette, die dem Produkt zugesetzt sind, unterschiedliche Fette, oft auch gesunde Fette, mehr gesättigte Fettsäuren, um quasi dem Athleten, wenn wir Sport machen im Fitnessstudio, Energie über den ganzen Tag zu liefern. So ein Weight Gainer hat eben massiv Kalorien. Ich schaue es mir hier gerade mal an. Wir haben jetzt auf einem Scoop 200 Gramm 750 Kalorien. Ja, 750 Kalorien sind das 4- bis 5-fache von einem normalen Proteinshake. Ein normaler Proteinshake hat 100 bis 150 Kalorien. Und das bedeutet einfach für Leute, die aus zeitlichen Gründen nicht so lange in der Küche stehen wollen, nicht sich so oft Essen machen wollen oder kochen wollen, da habt ihr einfach massiv direkt einen Energielieferant, was ihr über den ganzen Tag verteilt, auch trinken könnt vorm Training, aber vor allem auch nach dem Training. Ja, das Produkt ist vor allem auch für Leute geeignet, die Schwierigkeiten haben, Muskelmasse oder generell Körpermasse zuzulegen. Gerade auch, ich kenne viele Leute aus dem Athletikbereich, wenn wir jetzt über Fußball oder andere Ballsportarten uns unterhalten. Diese Menschen haben mehrmals am Tag Athletiktraining, wo es viel um Ausdauer geht. Es werden unheimlich viel Kalorien verbrannt. Und daher müssen gerade diese Athleten sehr viele Kalorien zu sich nehmen, da sie ungemein viel Kalorien verbrauchen. Was ich persönlich sagen kann, ist, dass ich sehr viel mich im Athletikbereich auch bewege. Zum einen gehe ich ins Fitnessstudio, mache dort sehr viele Kräftigungseinheiten, aber ich habe auch abends mein Fußballtraining, wo es sehr viel um Ausdauer und Schnelligkeit geht. Das heißt, mein Kalorienbedarf ist sehr hoch und ich decke den auch dann immer oder sehr oft nach dem Training mit dem The Gainer, um letztendlich dann auch einfach in einem Kalorienüberschuss zu landen, um Muskelmasse effektiv aufbauen zu können. Wenn wir uns jetzt die Nährwerte von The Gainer anschauen, dann stellen wir fest, bei den Kohlenhydraten, er besteht nicht nur aus einfachen Zuckern, sondern auch um mehr komplexe Kohlenhydrate. Diese mehr komplexe Kohlenhydrate, wie beispielsweise das Carb-10 und das Dextrin, sorgen dafür, damit die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden, um dem Athleten selbst wieder Energie auch für den nächsten Tag bereitstellen zu können.
Ja, bezüglich der Proteinmischung kann man sagen, es besteht aus Whey, also schnell freisetzbaren Proteinen, und auf der anderen Seite auch aus Casein. Ihr wisst, Casein auch immer im Magerquark enthalten, setzen dem Körper nach und nach über Stunden verteilt die Proteine zur Verfügung. Das heißt, wir haben dann Blend, einen optimalen Mix, sowohl bei den Kohlenhydraten als auch bei den Proteinen. Nochmal zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weight Gainer einen Ersatz für eine Mahlzeit darstellt und ihr sollt euch nicht ausschließlich von so einem Weight Gainer ernähren. Es ist als Ergänzung zum normalen Lebens- und Ernährungsstil zu sehen, gerade auch wenn man zeitlich effizienter arbeiten will. Ich kenne auch eine Menge Leute persönlich, die sehr viele Probleme haben, gerade auch aus Zeiteffizienzgründen, ihren Kalorienbedarf zu decken, um eben Muskeln effektiv aufbauen zu können. Und dafür ist das Produkt eben perfekt geeignet. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was aus dem Video mitnehmen. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung zum Blogartikel. Liked, kommentiert und abonniert den Channel. Macht's gut, ich bin der Andy. Bis dann.